Ich bin Tobias Ossyra und für MDR Wissen suche ich Antworten auf die großen und kleinen Fragen der Menschheit. Hier im Spinlab der Handelshochschule Leipzig habe ich ein gutes Plätzchen für meine Recherchen gefunden. Denn seit längerem beschäftige ich mich schon mit einer ganz großen Frage. Was macht uns wirklich glücklich? Und damit das klar ist, hierum geht's nicht. Das ist Zufall und nicht das Lebensglück. Musik machen, auf einer Bühne stehen, Menschen unterhalten, das sind Dinge, die mich glücklich machen. Aber was mich glücklich macht, muss ja noch lange nicht alle anderen glücklich machen. Wie finde ich denn das langfristige Glück? Also die große Lebenszufriedenheit. Jeder hat da seine eigenen Vorstellungen. Wo liegt unser Glück verborgen? Steckt es hier in einer Backstube in der Oberlausitz? Hier sind die Menschen offenbar ganz zufrieden. Das Glück wirkt wie angeboren, wie selbstverständlich. Was ist für mich Glück? Also ich übe ja meinen Beruf mit einer wahnsinnigen Leidenschaft aus. Und von daher ist das natürlich für mich absolutes Glück. Oder müssen wir demütig werden, wie Sophie, die weiter tanzt, trotz Querschnittslähmung. Ihr großer Lebenstraum geht weiter, aber wieso ist Sophie heute glücklicher als in ihrem alten Leben? Glück ist kein Ziel, was man erreichen kann. Glück ist eine Feststellung von einem Standpunkt im Leben, den man anerkennen darf. Wo wir in einer privilegierten Gesellschaft leben, wo ich anerkennen darf, was ich schon habe. Im Gegensatz zu Menschen, denen es wesentlich schlechter geht. Oder finden wir das Glück in der Gemeinschaft, im sozialen Miteinander? Alexandra Kugler ist ehrenamtliche Voltigierlehrerin und viermal die Woche für ihre Schülerinnen da. Versuch wieder weiter nach oben über den Griff zu springen. Verantwortung übernehmen, sich um die anderen zu kümmern, ihnen aber eben auch so viel Verantwortung zu geben, dass sie und auch Vertrauen, dass sie selber eben Sachen erreichen können. Fest runterdrücken, Arme tief, ja klar, Finger zusammen. Genau, gut gemacht. Oder liegt das Glück auf den höchsten Bergen der Erde? Müssen wir kämpfen, um glücklich zu werden? So wie der junge Bergsteiger Just Kobusch? Glück im Sinne von Happiness ist nichts, mit dem du geboren wirst. Das ist eine Einstellung und da steckt ein System dahinter. Man muss aktiv dieses Glück kreieren. Das kommt nicht von alleine. Wir alle haben unsere eigene Vorstellung vom Glück. Aber was ist mit der großen Lebenszufriedenheit? Haben wir die selbst in der Hand? Jeder hat seine eigene Vorstellung vom Glücklichsein oder davon, was nur einen selbstzufrieden macht. Aber wie soll man das Glück fassen? Wie kann man es objektivieren? Auch beim Glück kann uns die Wissenschaft helfen. Mein erstes Suchergebnis, Sonja Lubomirski, eine amerikanische Psychologieprofessorin. Nach Sonja Lubomirski sind 50% unseres Lebensglücks vorherbestimmt, also mit der Geburt genetisch festgelegt. 10% unseres Glücks sind vor allem von äußeren Umständen abhängig, also Reichtum, Schönheit und Gesundheit. Und die restlichen 40%, die sind bewusstes Verhalten. Diesen Teil haben wir also selbst in der Hand. Damit das klar ist, die Wissenschaft sagt, die Hälfte unseres Glücks ist angeboren. 50% sind vorherbestimmt. Diesen Teil der Torte, den will ich mir mal genauer ansehen. Quasi die biologische Seite des Glücks. Was passiert da chemisch in meinem Kopf, wenn ich Glück empfinde? Im Prinzip ist es so, dass man eigentlich als Mensch immer so eine grundlegende gewisse Unglücklichkeit tatsächlich hat. Und deswegen würde ich mich auch nicht wirklich als Glückspilz bezeichnen. Ich glaube, es liegt im menschlichen Dasein einfach begründet, auch immer so ein bisschen unglücklich zu sein. Neurowissenschaftler Burkhard Pleger arbeitet an der Uniklinik Bochum und interessiert sich vor allem dafür, wie wir uns selbst belohnen, um glücklich zu sein. Was da am besten hilft, ist Essen. Das weiß jeder. Was mich, glaube ich, wirklich glücklich macht beim Essen, sind tatsächlich die Chips.
Bei den Chips ist es ja so, das ist natürlich bei anderen Süßigkeiten genauso, dass sie eigentlich, muss man sagen, so entwickelt wurden, dass sie im Kopf tatsächlich die maximale Glücksantwort produzieren sollen. Dr. Pfleger, was halten Sie hiervon? Oh, großartig. Macht mich glücklich. Chips, das schnelle chemische Glück, kann man das sagen? Das kann man so sagen, definitiv. Also beim Essen von Chips, also das, was Sie jetzt gerade machen, führt eigentlich dazu, dass jetzt im Hirn gewisse Botenstoffe losgetreten werden und diese Botenstoffe verleihen Ihnen ein gewisses Glücksgefühl. Das ist im Prinzip sozusagen durch die Leckerheit bestimmt und natürlich auch die Affinität, die man gegenüber dem Ganzen hat. Das Ganze ist natürlich auch bedingt dadurch, dass da unheimlich viel Fett dabei ist. Fett uns auch evolutionär natürlich immer sehr, sehr gut getan hat und deswegen natürlich auch dann unser Glückssystem im Hirn extrem auf Fett antwortet. Nicht nur Essen hat das Potenzial, uns glücklich zu machen. Auch Musik oder ein gutes Buch sorgen für Glücksmomente. Und klar, Medikamente und Drogen bringen die Hormone und Botenstoffe ordentlich in Wallung. Was passiert denn jetzt chemisch in meinem Gehirn, wenn ich glücklich bin? Das werden wir uns genau hier in dem Kernspintomographen anschauen gleich. Dort werden wir die Funktion des Hirnes messen. Da geht es vor allem ganz zentral um den Botenstoff Dopamin. Das ist der Botenstoff, der natürlich auch die Glückseligkeit vom Essen vermittelt. Das werden wir uns gleich anschauen. Eine zentrale Region, die dabei eine besondere Rolle spielt, ist das sogenannte Striatum. Das ist im Prinzip sozusagen dann auch die zentrale Region, um die wir uns hier kümmern, die wir uns hier darstellen werden. Vor allem auch in der Vernetzung mit anderen unterschiedlichen Hirnregionen, die im Prinzip sozusagen in der Gesamtkonstellation dieser Netzwerkfunktion das Gesamtgefühl sozusagen der Nahrungsaufnahme ausmachen. Wollen wir also mal sehen, was in meinem Gehirn passiert, wenn die Chemie stimmt? Dafür kommt jetzt diese Schokomilch ins Spiel. Die soll mein Belohnungszentrum beglücken. Durch einen kleinen Schlauch fließt die Schokomilch direkt in meinen Mund. Wenn das zum Beispiel Erdbeere-Milchshake wäre und er mag das nicht, dann wir können das Glück in seinem Gehirn nicht sehen. Also das muss Sinn machen und wenn er Schokolade mag, dann schicken wir Schokolade. Sein Gehirn wird sagen, oh Schokolade, ich kenne das, ich mag das, das macht mir glücklich. Okay Tobias, wir machen weiter. Jetzt kommt die Schokomilch, okay? Okay. Alles, was nach Schokolade schmeckt, ist genau mein Ding. Dann machen sich die Botenstoffe in meinem Gehirn auf die Reise. Jetzt haben wir in mein Gehirn reingeschaut. Ist die Frage, haben wir denn jetzt das Glück gefunden, Dr. Pfleger? Wir müssen natürlich diese Bilder hinterher noch statistisch aufarbeiten. Aber wir sehen schon mal die Grundregionen, die im Prinzip auch für diesen Botenstoff Dopamin, den wir ja gerade schon mal angesprochen haben, zuständig sind, nämlich das Striatum. Das sieht man hier, das sind diese beiden dunklen Kerne. Wenn man dann hinterher sich die Funktion anschaut, dann sieht das Ganze etwas anders aus. Ja, solche Bilder, die kenne ich ja, wenn da so Regionen im Gehirn aufflackern. Diesen Bereich ist eigentlich der Glücksbereich des Gehirns, also Striatum ist dafür bekannt und das ist definitiv aktiviert. Man muss aber vorsichtig damit sein. Warum? Weil wenn man ein System, also das Belohnungssystem, zu oft benutzt oder zu weit treibt, dann kann man ihm schaden. Okay, dann stumpft es ab. Das kann passieren. Was passiert? Eine Sucht. Mhm. Wenn man das Belohnungssystem zu viel. Das heißt, ich brauche das immer wieder. Genau. Also dein Belohnungssystem ist überempfindlich. Du bist nicht mehr so glücklich. Mhm. Was brauchst du? Du brauchst mehr Dopamin. Wie kriegst du mehr Dopamin? Du konsumierst mehr. Essen, ja. Genau. Und mehr konsumieren, also mehr essen, das geht heute überall. Wir leben in einer totalen Überflussgesellschaft. Den kurzfristigen Dopamin- und Glückskick für unser Gehirn gibt es an jeder Ecke. Wir lieben Fett, Salz und Zucker. Denn da, wo der Mensch herkommt, aus der Urzeit, war all das ungesunde Zeug extreme Mangelware. Ist es natürlich so, dass, ich sag mal, zur Zeit des Säbelzahntigers es für den Menschen unheimlich von Vorteil war, extrem gut natürlich Reserven aufzubauen. Das heißt, Fett zu speichern und im Prinzip sozusagen damit natürlich auch eine längere Überlebensmöglichkeit zu haben. Im Grunde genommen hat dann der Mensch irgendwann angefangen, im Prinzip sozusagen seine Umgebung so zu formen, wie es für ihn am bequemsten ist. Was natürlich auch dazu geführt hat, dass man inzwischen hochkalorische Nahrung an jeder Ecke kriegt. Das macht es natürlich zum Problem. Wir bekommen Bluthochdruck, wir bekommen im Prinzip Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall, Ähnliches.
Wir essen viel zu viel. Und für das kurzfristige Glücksgewitter im Gehirn bezahlen wir einen hohen Preis. Das langfristige Glück, unsere Lebenszufriedenheit, kann auf der Strecke bleiben. Was habe ich also in Bochum gelernt? Es gibt tatsächlich so etwas wie biologisches Glück. Wenn die Chemie in meinem Gehirn stimmt, dann bin ich glücklich. Aber Vorsicht, das kann süchtig machen. Zurück zu unserer wissenschaftlichen Glückstorte. 50% unseres Glückes sind vorherbestimmt. Die entscheidende Frage ist aber, gibt es das eine Gen, das uns glücklich macht? Das Glücksgen? In den Populärwissenschaften kursiert das ja sehr häufig, dass es das Glücksgen gibt. Sowas gibt es ganz bestimmt nicht. Das Glück ist ein schwieriges Konstrukt, was im Prinzip über verschiedenste Gene, die auch, muss man sagen, alle mit den Botenstoffen, die Glück vermitteln im Hirn, assoziiert sind. Das heißt, ein extrem komplexes Konstrukt, was über viele, viele Gene bestimmt wird, so dass wir das eine Glücksgen eigentlich bei Menschen nicht sehen. Und trotzdem, die einen lachen sich doch durch den Tag und die anderen gehen schwermütig durchs Leben. Also eine Veranlagung zum Glück, die gibt es sehr wohl. Es gibt eine genetische Prädisposition zum Glück. Und Sie hatten es auch gerade schon erwähnt, es gibt ja auch durchaus Familien mit Glückspilzen, wo alle im Prinzip ihr ganzes Leben schon gelacht haben. Sowas sieht man immer wieder, das ist keine Frage. Das heißt, natürlich gibt es eine genetische Veranlagung für Glück. Es gibt sie tatsächlich. Menschen, die für das Glück geschaffen sind, die es gefunden haben. Das kleine, große Glück. Ich übe ja meinen Beruf mit einer wahnsinnigen Leidenschaft aus und von daher ist das natürlich für mich absolutes Glück, dass die Kunden so reinkommen können und sagen, oh Gott, ist das schön, oh Gott, hier ist das jetzt noch eine richtige kleine Backoase. Ich sehe immer gleich, was ich mit meinen Händen geschaffen habe in den Handwerksberuf. Ich erhalte ein Produkt in den Händen, was vor 2-3 Stunden noch gar nicht da war. Also waren nur die Rohstoffe und auf einmal sehe ich ein wunderschönes Produkt. Das geht im Laden, ich sehe zufriedene Kunden, ich sehe einen vollen Laden und das stellt mich zufrieden. Was ist für mich Glück? Bis dato habe ich mich ehrlich mit dem Wort Glück nicht groß auseinandergesetzt, muss ich ehrlich sagen. Also es gibt ganz, ganz arg viele Momente, wo ich sage, oh, ist das gerade schön und das genieße ich jetzt gerade und wunderbar. Aber dieses Glück als Ziel, nee, das habe ich mir tatsächlich noch nie gesetzt. Sag mal, der Glück, das ist ja ein Weg. Das ist das eine Ziel, wo ich hinarbeite, das ist der Weg. Und das passt man natürlich immer wieder an. Ich wüsste ohne was für mich das Ziel wäre, um da, wenn ich da ankomme, dann bin ich glücklich. Also das könnte ich jetzt nicht in Worte fassen, wüsste ich nicht, was ich da brauche. Das Leben der Bäckersfamilie Otto ist ein langer, ruhiger Fluss. Viel Arbeit, aber auch viel Zufriedenheit. Alles scheint vorherbestimmt. Das Glücksniveau ist immer in Bewegung und pendelt sich immer wieder in der Mitte ein. Das ist die sogenannte Setpoint-Theorie. Diese Theorie in einem Beispiel. Gewinnt ein Durchschnittsmensch in der Lotterie, macht ihn das glücklich und zufrieden. Ist ein Mensch plötzlich auf den Rollstuhl angewiesen, macht ihn das sehr unglücklich. Die Zeit vergeht und nach ungefähr 2 Jahren sind die beiden wieder genauso glücklich wie vorher. Das ist eine krasse Erkenntnis. Ein paar Jahre nach einem Lotteriegewinn geht es dem einen wieder genauso gut wie dem anderen nach einem schweren Verkehrsunfall. Ich habe tatsächlich einen Menschen gefunden, dem es, so scheint es, nach einem Schicksalsschlag besser geht als zuvor. Mein Glück war die Festlegung, dass ich Tänzerin werden möchte. Und dafür habe ich halt in jungen Jahren mein Privatleben aufgegeben, meine Freizeit aufgegeben. Und Tagesordnung war halt Disziplin, Zielstrebigkeit für eine Leidenschaft, die ich zum Beruf machen wollte. Und das heißt, dass mein Glück war halt immer auf der Bühne zu stehen, zu tanzen, Leistung zu erbringen, gut auszusehen. In diesem Video ist Sophie 18 Jahre alt und Schülerin an der Palucca-Schule in Dresden, eine der renommiertesten Tanzschulen der Welt. Die Konkurrenz hier ist hart und unerbittlich. Es
ist in der Tanzwelt halt so, wenn ein Job frei wird, dann bewerben sich 300 Tänzer drauf und dann das Potenzial mitzubringen, was der Choreograf oder der Ballettleiter in dem Moment sucht, das ist eine Glückssache. Dass es halt manchmal einfach nicht ausreicht, gute Leistung zu erbringen, sondern man muss halt eben ein bestimmtes Aussehen haben. Das ist manchmal knallhärter als im Modelbereich. Wir wollen immer mehr, wir wollen mehr Leistung, wir wollen mehr Geld, wir wollen mehr Erfolg. Wir sind nie zufrieden mit dem, was wir schon haben. Und so ging es mir in meiner Tanzkarriere auch. Ich war nie zufrieden mit mir, ich war nie gut genug für mich, ich war nie perfekt genug. Ich bin nicht mal annähernd rangekommen an diesen Perfektionismus, der die ganze Zeit eigentlich komplett Tagesordnung war. Dann verliert sie die Kontrolle über ihren Körper. In ihrem Rücken hat sich ein Abszess gebildet, der in der Wirbelsäule die Nerven abquetscht. Mit 18 Jahren ist Sophie querschnittsgelähmt. See, the storm is broken in the middle of the night. Da darf man sich nicht fragen, warum ist mir das jetzt passiert, sondern was kann ich daraus lernen? Weil ich kann die Situation, in der ich jetzt lebe und die Einschränkung, die ich habe, die kann ich nicht ändern zu einem bestimmten Maße. Ich werde mein Leben lang körperlich eingeschränkt sein. Aber das, was ich ändern kann, wie ich mit mir umgehe, wie ich mit, was ich aus dem Leben raushole, was ich probiere, was ich trotzdem noch entdecke, das kann ich ändern. Und darauf liegt der Fokus. Dafür nutze ich natürlich meine Geschichte, um da manche Menschen aufmerksam zu machen und zu sagen, schaut doch auf das, was ihr schon habt. Guckt morgens in den Spiegel und zählt auf, ihr habt ein Dach über dem Kopf, ihr könnt laufen, ihr habt eine Familie, ihr habt Freunde, ihr habt Essen im Kühlschrank. Und nicht zu denken, okay, was könnte ich heute noch erreichen, was ich noch nicht habe, um dann irgendwann mal glücklich zu werden. Was Glück ist, das lässt sich Sophie heute nicht mehr von anderen diktieren. Sie hat ihr Glück in die eigenen Hände genommen. Kommen wir also mal zu dem Teil des Glücks, den wir selbst beeinflussen können. Immerhin 40%. Und was tun wir nicht alles für unser Glück? Die unglaublichsten Hobbys stehen hoch im Kurs. Aber auch einfach Heimwerken. Und natürlich der eigene Garten. Kochen und Küche sollen auch helfen. Oder macht doch geistige Nahrung zufrieden? Ein paar wenige versuchen sich glücklich zu schlafen. Und klar, Sport steht ganz oben auf der Liste der Glücklichmacher. Und manche tun noch viel mehr, um zufrieden zu sein. Einer muss für sein Glück ganz nach oben, auf den höchsten Berg der Welt, im Winter ohne Sauerstoff. Das ist der Nachwuchsbergsteiger Jost Kobusch. Der 28-Jährige studiert Sports Engineering an der TU Chemnitz und hier erkundet er die Wildnis des Mount Everest. Ich würde jetzt prinzipiell sagen, dass ich an mich sehr hohe Ansprüche habe. Das bedeutet, dass ich mich nicht mit Kompromissen zufrieden gebe. Und das, was ich viel im Alltag höre, sind halt eher Kompromisse. So, mich macht es glücklich und so, aber eigentlich hatte ich noch diesen anderen Traum, aber ich bin trotzdem zufrieden mit dem, was ich jetzt bin. Deswegen würde ich ganz stark unterscheiden zwischen einer Zufriedenheit mit Umständen und einem Glück, was man selbst in die Hand nimmt. Ich wollte vorher Medizin studieren. Ich hatte immer Angst, Profibergsteiger zu werden, weil ich halt Angst hatte, diesem Traum zu folgen, weil das so viele Unsicherheiten hatte, weil es ein Weg war, den vor mir noch keiner so gegangen war. Und dieser Medizinpfad war diese sichere Straße, die schon gut ausgebaut war. Die Entscheidung, Profibergsteiger zu werden, war unglaublich angsteinflößend. Ich hätte mich mit dieser Zufriedenheit
des Medizinstudiums, da hätte ich bestimmt nachher gesagt, ja, ich bin glücklich, ich bin zufrieden mit dem, was ich mache und so. Aber tief in mir drin wäre immer der Wunsch gewesen, ich wollte Profibergsteiger werden. Und es gab diesen einen Moment, wo ich es hätte machen können, aber das und das hat ja eh dagegen gesprochen. Deswegen bin ich glücklich mit der Entscheidung, die ich getroffen habe. Aber das ist halt kein wahres Glück. Das wahre Glück ist dann halt zu sagen, verdammt, okay, es ist angsteinflößend, aber ich werde es jetzt machen. Und Jost Kobusch macht es tatsächlich. 7000 Meter und höher führen ihn seine Touren. Oft geht er bis an die Grenzen, die totale Erschöpfung. Die Zeit, die ich da verbringe, in dieser Angst, die fühlt sich viel länger an. Ich erinnere mich an viele Details. Es ist eine sehr intensive Erfahrung. Und es ist so cool, in diesem normalen Zustand zu sein, in dem ich keine Angst spüre, in dem ich alles habe. Ich lebe in einem der reichsten Länder der Welt, mir geht's gut, ich habe keine Schmerzen. Und alle Dinge, die ich sonst für selbstverständlich nehme, die werden mir dann bewusst, einfach dadurch, dass ich sonst auch mal so hart leide bei meinem Projekt. Und der Kampf scheint sich zu lohnen. Februar 2020, Jost Kobusch überglücklich. Unter dem Gipfel des Mount Everest auf 7373 Metern. Den Rest schafft er nicht mehr, aber er ist zufrieden. Und er wird wiederkommen. Der nächste Aufstieg ist schon im Plan. Hinter Glück steckt ein System. Also, wenn du dich selbst limitierst, wenn du dein persönliches Wachstum als Mensch limitierst, dann, sage ich, kannst du auch nicht wahres Glück empfinden. Denn letztendlich geht es ja nur darum, dein persönliches Warum zu beantworten, deine persönliche Reise anzutreten und deinem persönlichen Sinn zu folgen. Und wenn du diesem Sinn folgst, dann wirst du auch Glück erfahren. Dann wirst du ein erfülltes Leben führen, in dem du dich selbst verwirklichen kannst. Nicht alle haben so eine Willensstärke wie Jost Kobusch. Sie haben eher ganz alltägliche Fragen, um glücklich zu werden. Sollen wir Kinder haben? Muss ich mich gesund ernähren? Macht Fitness glücklich? Die Ratgeber sagen zu all dem ja. Aber stimmt das wirklich? Wann sind wir wirklich zufrieden? Der Soziologe Professor Martin Schröder lässt die Fakten sprechen. Boah, ich bin gar nicht so ein per se total zufriedener Mensch. Also ganz normal. Auf einer 10er-Skala würde ich mir auch so 7 Punkte ungefähr geben. Ich bin ja nicht depressiv damit oder sowas, ne? Aber ich renne eben auch nicht jeden Tag rum und bin total froh über mein Leben. Eigentlich machen wir ja alles immer nur mit dem Ziel, zufriedener zu sein. Ich beende ja nicht meine Partnerschaft, weil ich das per se für ein erstrebenswertes Ziel halte, sondern eben, weil ich mir vorstelle, danach als Single oder in einer neuen Partnerschaft zufriedener zu sein. Also das ist so ein bisschen auch das Interessante an dieser Zufriedenheitsglücksforschung. Man könnte argumentieren, wir machen alles, was wir jemals machen, immer nur mit diesem Ziel, ich will zufriedener werden. Die Philosophen haben sich immer angeguckt, was ist das richtige Leben? Und da schwingt dann natürlich auch ganz schnell die Empfehlung mit bei, wie sollten Menschen leben? Was ich jetzt als Soziologe mache, ist mir was ganz anderes anzuschauen, nämlich unter welchen tatsächlichen Umständen sind Menschen denn nun wirklich zufrieden? Und dafür wertet Martin Schröder Unmengen von Daten aus. Grundlage ist das sozioökonomische Panel. Dafür wurden seit 1984 insgesamt 80.000 Menschen befragt. So entstanden 600.000 Interviews. Eine riesige Datenmenge, einmalig in der Welt und ein unerschöpflicher Fundus für die Sozialwissenschaft. Zum Thema Glück wurde jedes Jahr die immer gleiche einfache Frage gestellt. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben? Auf diese Frage antworten die Menschen auf einer Skala von 0 bis 10. Aber wie kann das sein? Eine einfache Zahl steht für die ganze Lebenszufriedenheit? Jetzt könnte man erstmal denken, das müsste ja viel komplizierter sein. Was kann denn so eine einfache Antwort aussagen? Aber vorherige Studien haben eben wirklich gezeigt,
Es geht damit einher, ob sie klinisch gesehen depressiv sind. Es geht damit einher, wie oft sie pro Tag lachen. Es geht damit einher, wie zufrieden ihre Freunde und Familie sie beschreiben. Es geht damit einher, wenn sie sehr niedrige Werte haben, dass sie sich irgendwann umbringen. Also diese Zahlen scheinen tatsächlich irgendwas auszusagen und das hat wirklich dann Studie um Studie um Studie auch belegt. Die Erkenntnisse zu Glück und Zufriedenheit hat Martin Schröder in einem Buch zusammengefasst. Wann sind wir wirklich zufrieden? Das ist eine gute Frage. Hier kann man Sachen erfahren, die man nicht unbedingt gerne hört oder die ich persönlich für richtig halte. Alles ziemlich überraschend. Wer früher heiratet, ist länger unzufrieden. Patrioten sind zufriedener als andere Menschen und Sport bringt weniger, als man denkt. Und dann steht da noch drin, Ostdeutsche sind unzufriedener und kleine Menschen wie ich auch. Das heißt, ich wäre ja doppelt unglücklich. Und Kinder machen auch nicht zufriedener. Das müssen wir mal klären. Für viele Paare ist es das größte Glück, wenn ein Kind ins Haus steht. Sie sagen, Kinder machen gar nicht zufriedener. Wie kommen Sie darauf? Naja, es ist erstmal einfach nicht das, was ich sage, sondern das, was wirklich die Daten zeigen. Also wenn Sie sich Zehntausende von Deutschen über 35 Jahre angucken, dann sind die Menschen im Schnitt nicht zufriedener, nachdem sie Kinder haben und auch nicht zufriedener als Menschen, die keine Kinder haben, aber ansonsten in einer vergleichbaren Situation. Sie rütteln aber schon so ein bisschen an dem, was wir generell für normal betrachten. Das geht ja bei der Ehe weiter. Sie sagen, wer früher heiratet, ist länger unzufrieden. Ja, aber insgesamt muss man sagen, die Menschen, die heiraten, sind schon zufriedener. Man kann es aber einfach umdrehen. Wer später heiratet, ist dann umso zufriedener. Die Erklärung wäre übrigens, dass man sich dann auch besser ausgesucht hat, wen man heiratet, wenn man sozusagen mehr Zeit verbracht hat, bis man es tut. Nun kommt auch die andere Ecke aus dem Buch raus, nämlich die konservative. Sie sagen, der Mann muss mehr verdienen, die Frau ist zufriedener, wenn sie sich um den Haushalt kümmert und um die Kinder. Hat Sie das überrascht? Naja, also erstmal sage ich überhaupt nicht, irgendwer muss irgendwas machen, sondern ich zeige eben einfach nur, was geht mit Zufriedenheit einher. Aber ja, es hat mich schon überrascht. Also es scheint immer wieder so zu sein, überraschenderweise, dass Menschen recht zufrieden dann sind, wenn sie ein Leben leben, das viele mit so einem relativ traditionellen Familienbild verbinden würden. Der Mann arbeitet Vollzeit, die Frau vielleicht nur halbtags beispielsweise. Übrigens in Ostdeutschland weniger so als in Westdeutschland. Einzutrinken ist in Ordnung, die Zigarette sollte ich mir sparen. Oder Sport ist nicht so gesund, wie wir denken. Also es klingt schon ein bisschen nach Ratgeber, was Sie geschrieben haben. Kann ich mich daran orientieren? Sie haben schon recht. Also dass ich und selber im Buch verfalle ich da manchmal auch in diese Ratgebersprache. Ich sag mal so, der Unterschied ist folgender. Was ich Ihnen sagen könnte, wäre ich jetzt Ernährungswissenschaftler ist, Leute, die öfter Brokkoli statt rotem Fleisch essen, haben seltener Krebs. So, und das möchte ich so im Buch wie so als Datenfaktenlage darlegen. Aber ich schreibe jetzt nicht, und jetzt fangen Sie bitte an, die ganze Zeit Brokkoli zu essen. Also ich will, dass die Leute sich mit diesen Daten selber informieren, aber dann eben ihre eigenen Schlüsse ziehen. Wenn das für Sie ein Ratgeber ist, okay, aber ich will einfach jetzt nicht Leuten vorschreiben, wie sie ihr Leben zu leben haben. Oder jeder soll selber aufgrund der Daten überlegen, welche Schlüsse er eben oder sie daraus ziehen will. Okay, ich versuche das nochmal zu verstehen. Dieses Buch hier ist kein Glücksratgeber, sondern stellt lediglich nüchtern fest, was einen durchschnittlichen Menschen glücklich macht. Regelmäßiger Schlaf zum Beispiel macht die meisten Menschen zufrieden, aber eben nicht alle und jeden. Denken wir an unseren Bäcker in der Oberlausitz. Der schläft morgens 3 Stunden und abends 3 Stunden. Mehr braucht er nicht zum Glück. Ins Bett kommt Bäckermeister Roman Otto um 23 Uhr. Nach nur 3 Stunden Schlaf geht es ab 2 Uhr früh ans Backen. Dann am Vormittag ins Büro und nach einem kurzen Mittagsschlaf wieder in die Backstube. Ich bin ein Mensch, der kurze Zeiten auch intensiv nutzt. Also ich schlafe intensiv, ich habe so eine lange Anlaufphase oder Nachbereitung, sage ich mal. Ich schlafe intensiv und das stellt mich unzufrieden. Also ich habe wahrscheinlich einen sehr intensiven Tiefschlaf und da komme ich auch sehr gut aus damit. Bäcker Otto ist kein Durchschnittstyp. Und auch für Tänzerin Sophie ist das, was alle machen, keine Option. Dieses feste Ideal, was es in der Gesellschaft gibt. Ich muss einen Partner haben, ich muss Kinder haben, ich muss eine gute Arbeit haben, ich muss finanziell abgesichert sein und dann bin ich glücklich. Und viele Leute rennen einem Bild hinterher, dass sie
übernommen haben, eine Erwartung, die sie übernommen haben, aber die überhaupt nicht die Erwartung von ihnen an sich war. Die einzige Person, mit der ich mein komplettes Leben verbringe, bin ich selber. Also nützt es mir nichts, die Erwartung von anderen Personen zu erfüllen, wenn das nicht mein eigenes Lebensziel ist und es nicht das ist, was mich erfüllt. Sophie macht vor, was die Glücksforschung bestätigt. Wir können unser Glück beeinflussen. Was dabei hilft, ist die positive Psychologie. Glück, das ist eine Kopfsache. Das sagt auch Bergsteiger Jost Kobusch. Prinzipiell kann man die innere Erfahrung stark beeinflussen. Das heißt, wenn ich von Anfang an sage, egal was passiert, ich werde etwas Positives daraus ziehen, dann habe ich eine ganz andere Wahrnehmung. Meine Expeditionen, die scheitern ja häufig. Und so nehme ich dann auch diese Fehlschläge gar nicht als Fehlschläge wahr, sondern bin sehr glücklich über diese Erfahrung, weil sie mich weiterbringt und weil sie ultimativ dafür sorgt, dass ich große Performance abrufen kann. Das heißt, ich beeinflusse meine innere Lebenswelt ja von vornherein mit solchen Programmierungen, wie jetzt zum Beispiel alles, was passiert, wird mich ultimativ aber weiterbringen, egal was es ist. Und es gibt verschiedene solche Codes, die ich quasi ja, mir selbst beigebracht habe. Und die sorgen einfach dafür, dass ich langfristig glücklich bin. Das eigene Glück selbst in die Hand nehmen und dafür ganz bewusst konkrete Dinge tun. Für die Leipziger Diplom-Ingenieurin und Geschäftsfrau Alexandra Kugler ist es das Ehrenamt. Die Arbeit mit Kindern beim Voltigieren. Das macht die 31-Jährige glücklich. 4-mal in der Woche. Denkt alle beim Grundsitz dran, dass ihr aufrecht sitzt, ja, dass ihr euch da präsentiert, weil das ist das Erste, wo jeder drauf schaut, wenn ihr aufs Pferd kommt. Ja? Man sieht auf dem Pferd, ob sich jemand wohlfühlt, ob jemand eben dazu steht, was er gerade macht, sich innerlich eben groß fühlt und dann eben auch aufrecht auf dem Pferd sitzt, oder ob jemand zum Beispiel eben sehr schüchtern ist und eben Angst hat. Und das sieht man. Und das, daran arbeiten wir eben sehr stark auch. Was hier trainiert wird, ist das soziale Miteinander. In der positiven Psychologie spricht man von der Tugend der Menschlichkeit. Dass sie untereinander aufeinander aufpassen, die Großen auf die Kleinen. Dass ich aber eben auch habe, dass die Kinder auch sich ums Pferd kümmern müssen. Dass wir eben einen Partner haben, der sich nicht alleine versorgen kann, sondern der immer umsorgt werden muss. Dann haben wir eben auch noch die Turniere, wo sich die Kinder irgendwie präsentieren müssen, wo sie mit Lampenfieber eben auch umgehen lernen müssen. Was dann eben zum Beispiel auch hilft, um in der Schule eine Präsentation leichter zu halten. Zurück zu Sonja Lubomirski und ihrer Glückstorte. Wie steht es um die verbliebenen 10%, den äußeren Umständen? Reichtum, Schönheit, Gesundheit. Die überraschende Erkenntnis ist, all diese Dinge haben erstaunlich wenig Einfluss auf unsere wirkliche Lebenszufriedenheit. Wir sind in Bremen, auf dem Campus der Jacobs University. Das ist Glücksforscherin Hilke Brockmann. Und ja, auch sie machen Chips glücklich. In der Tat sind es Kartoffelchips bei mir. Das mag ich sehr gern. Und da habe ich auch ganz wunderbare Kindheitserinnerungen. Also samstags abends, 7:45, da durften wir länger aufbleiben. Dann machte meine Mutter eine Tüte Kartoffelchips auf. Und dann konnten wir alle zusammen Fernsehen gucken. Das waren glückliche Stunden und das ist so geblieben. Also ich bin kein professioneller Glückspilz. Ich erlebe die ganze Bandbreite, vom Glück bis zum Unglück. Aber ich glaube, was mir schon ein bisschen hilft, ist meine Extrovertiertheit. Also extrovertierte Menschen sind ein bisschen glücklicher, weil sie mehr Informationen von außen bekommen, stärker reagieren. Und vielleicht habe ich da einen gewissen Push bekommen, aber ansonsten kann ich auch ganz unglücklich sein. Was Hilke Brockmann am Glück interessiert, ist die materielle Seite. Der Konsum, das Geld, der Status. Viele Menschen sind gefangen in einem Hamsterrad des Glücks. Die Wissenschaft spricht von einer hedonistischen Tretmühle.
Problem mit der hedonistischen Tretmühle ist, dass wir uns in einem Konsumhamsterrad dann befinden. Wenn wir uns immer vergleichen und immer wieder sehen, dass es noch neue Bedürfnisse gibt oder dass jemand mehr hat als wir, dann sind wir gefangen in immer weiteren Konsumwünschen, die uns aber nicht langfristig, nachhaltig, würde man heute ja sagen, zufrieden machen. Deshalb muss man da aufpassen. Wenn ich bestimmte Dinge konsumiere, insbesondere Statusprodukte, dann lege ich ja den Konsum auf den Vergleich, auf den sozialen Vergleich an. Und wenn ich dann ganz viel Geld in eine teure Handtasche investiere oder in ein teures Auto und dann feststellen muss, dass mein Nachbar ein noch teureres hat und die Handtasche von meiner Freundin noch exquisiter ist, dann habe ich mir das Unglück eigentlich eingekauft. Trotzdem sind Geld und Konsum nicht ganz unwichtig für das Glück. Denn wer gar kein Geld hat, ist meistens unglücklich. Die empirische Glücksforschung hat herausgefunden, dass man zum Glück nicht mehr als ein durchschnittliches Einkommen braucht. Wer mehr verdient, wird deswegen nicht glücklicher. Das heißt, je mehr Reichtum ich habe, je mehr Güter, Autos, ich werde nicht glücklicher. Aber trotzdem sehe ich auf jeder Werbetafel die Aufforderung, was zu kaufen, um glücklich zu werden. Wenn ich nichts bräuchte, um glücklich zu sein, wäre das ja überflüssig. Ja, man kann natürlich Bedürfnisse kreieren. Das wusste schon der alte Karl Marx. Das sind Dinge, die man natürlich zum unmittelbaren Überleben nicht braucht. Aber im sozialen Miteinander, wenn mir gegaukelt will ich jetzt gar nicht sagen, aber wenn mir aufgezeigt wird, also dass ich diese oder jene Turnschuh mich zu einem ganz glücklichen Partygänger macht oder so, dann ist das schon auch sehr verführerisch. Und das heizt den Konsum an. Ob er dann sehr reflektiert ist, ist fraglich. Nachhaltig ist dieser Konsum meist nicht. In einem Hamsterrad des Glücks. Darin war auch Sophie gefangen. Für sie war das Höher, das Schneller und das Weiter die Triebfeder ihres Lebens. Wäre Sophie noch in ihrem alten Leben, dann wäre sie noch immer in dieser hedonistischen Tretmühle. Heute schaut sie kritisch auf eine Gesellschaft, in der man sich immer vergleichen muss. Wir suchten nach Dingen, die wir noch nicht haben. Und keiner fragt sich, was er schon hat, sondern alle denken drüber nach, was sie noch mehr wollen. Und quasi ist Glück so eine Art Festlegung. Ich bin glücklich, wenn ich das und das habe, wenn ich das und das kann, wenn ich so und so bin. Und niemand fragt sich aber, was habe ich schon, was mein Glück definiert im Vergleich zu Leuten, denen es schlechter geht und eben nicht im Vergleich zu Leuten, die viel mehr haben als ich. Mein Fazit zu Sonja Lubomirskis Glückstorte? Dieses Modell erklärt mir ziemlich klar, wie sich meine persönliche Zufriedenheit, mein Lebensglück zusammensetzt. Die Hälfte ist genetisch festgelegt. 40% haben wir selbst in der Hand. Und dann sind da noch die äußeren Umstände. Die allerdings haben den geringsten Einfluss. Bleibt die große Frage, gibt es eine wissenschaftliche Formel für das Glück? Die gute Nachricht, ja, und sie ist so schön wie einfach. Haben, lieben, sein. Haben, das bedeutet finanzielle Absicherung. Lieben, das sind unsere sozialen Beziehungen. Und sein, das ist die Suche nach dem Sinn. Wenn man die Glücksformel ganz genau nimmt, dann ist das Haben, also das Geld und der Konsum, am wenigsten wichtig. Viel wichtiger für unser Glück ist das soziale Miteinander. Burkhard Pleger aus Bochum, der bestätigt das. Wir als Sozialwesen sind natürlich auf unseren Sozialkontext angewiesen. Das heißt, sozusagen Brüche in diesem Sozialkontext machen uns extrem unglücklich. Und ich würde auch sagen, das ist wahrscheinlich für das Unglück einer der Mechanismen, die hauptausschlaggebend sind. Wenn man sich zum Beispiel sowas wie Mobbing betrachtet, wo man sozial ausgespart wird, wo man angegangen wird über eine ganze Gruppe, ist das bestimmt einer der schlimmsten Stressoren, die wir wahrnehmen können und einer der Mechanismen, die uns auch maximal unglücklich machen können. Das Wichtigste in diesem Dreiklang ist das Sein. Damit ist der Sinn des Lebens gemeint. Eine große Frage, die größte Frage von allen. Was sagen die Menschen, die wir getroffen haben, zu dieser ganz großen Frage? Haben Sie den Sinn des Lebens gefunden? Ja, der Sinn des Lebens. Für mich würde ich sagen, dass es schon ist, dass ich anderen Menschen bei ihrer Entwicklung helfe, sie fördere, auch fordere,
eben jetzt vor allem auch beim Voltigieren eben mit den Kindern, bei denen ist es ja immer noch ein bisschen leichter, denen was auf den Weg mitzugeben. In meinem Leben gibt es Sinn, glücklich zu sein. Das ist tatsächlich so. Und ich glaube, das ist wirklich ein zentrales Element des Lebens. Wenn man sich überlegt, was der Sinn des Lebens allgemein sein kann, ist das natürlich immer unheimlich schwierig. Im Prinzip weiß man es nicht. Ich glaube, dass ich inzwischen verstanden habe, dass es zumindest für mich so ist, dass der Sinn des Lebens tatsächlich Glück bedeutet. Wenn man es schafft, glücklich zu sein, wenn man es schafft, auch muss man sagen, nachhaltig sein Glück im Prinzip hochzuhalten, ich glaube, hat man viel erreicht hinsichtlich des Sinn des Lebens. Bäckerfamilie Otto findet den Sinn in der Arbeit. Die ist Berufung und Leidenschaft zugleich. Oder einfach gesagt, Brot backen ergibt Sinn. So einfach ist das. Wenn wir mit den Rohstoffen spielen können und das dem Kunden dann natürlich beeindruckt, also das gibt meiner Arbeit einen ganz, ganz tiefen Sinn. Völlig aufgehen in dem, was man tut und dabei alles um sich herum vergessen. Für diesen Zustand hat die Psychologie ein Wort gefunden, den Flow. Für mich liegt das wahre Glück in einem Flow-Zustand. Und diesen Flow-Zustand, den erreiche ich, indem ich einfach das tue, was mir Spaß macht. Ich bin ein Kind auf diesem riesigen Spielplatz hier und ich bin unterwegs und ich entdecke alles neu, ich wachse daran, ich erfahre all das und ich vergesse dabei die Zeit, ich verliere das Gefühl für Raum, ich existiere einfach nur, ich lebe wirklich und das intensiv. Und dieses Flow-Gefühl, ja, das ist einfach nur Freude, Glück und das kann ich in meinem Leben unglaublich häufig und oft erzielen, eigentlich täglich. Aber ich habe mein Leben halt auch so konstruiert, dass es möglich ist. Der Sinn des Lebens liegt in dem, was wir tun. Und das ist bei den meisten Menschen so. Auch bei Hilke Brockmann. Sie ist glücklich, wenn sie ihr Wissen mit anderen Menschen teilen kann. Also für mich macht Sinn, wenn ich verstehe, wie Dinge zusammen passen. Und mich macht extrem glücklich, wenn ich mich mit anderen verbunden fühle, wenn ich was erzähle und man merkt, das sehen die auch so. Ich teile da etwas. Das finde ich, da fühle ich mich extrem aufgehoben und glücklich. Und das geht heute so in Vorlesungen, wenn ich merke, dass so Studenten so ein Heureka-Erlebnis haben und ich kann ihnen was vermitteln und so haben sie es noch nicht gesehen und ach ja, und dann teilen wir diese Einsicht, diese Perspektive. Das macht mich glücklich. Soziologin Hilke Brockmann wünscht sich eine andere Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die nicht die wenigen, sondern alle glücklich macht. Und die Welt ein wenig besser machen, das ist auch der Antrieb von Martin Schröder. In Star Trek gibt es mal so einen Dialog, wo Data sagt, die Welt so ein klein bisschen besser hinterlassen, als man sie vorgefunden hat. Und ich wache jetzt nicht morgens auf und denke mir, wie kann ich heute die Welt besser machen, sondern eher, was weiß ich, warum habe ich Kopfschmerzen und warum bin ich nicht wacher? Also das ist bei mir ganz normal. Aber so diese Grundidee, einen Job zu haben, von dem man den Eindruck hat, da trägt man sinnvoll was zur Gesellschaft bei. Das gibt mir Sinn und das macht mich auch zufrieden, denke ich. Für die 20-jährige Sophie hat gerade erst ihr zweites Leben begonnen. Noch steht sie am Anfang einer ganz neuen Reise. Der Sinn des Lebens ist etwas, was ich in dem Sinne noch nicht gefunden habe, weil mein Sinn war immer sehr darauf bedacht, was ich für andere tun kann, was ich für andere tun kann, damit sie denken, dass ich gut genug bin, damit ich für andere gut genug bin. Und ich versuche das halt jetzt so ein bisschen umzuformen und zu sagen, dass ich auch selber mir wichtig genug bin, auch Dinge für mich zu tun, dass ich mein Leben für mich genutzt habe und am Ende des Tages auch selber glücklich bin und nicht nur andere glücklich gemacht habe. Ich wollte so viel wissen über das Glück. Und die wichtigste Erkenntnis ist, ja, ich bin meines Glückes Schmied. Ich kann meine Lebenszufriedenheit wirklich beeinflussen. Da ist sich die Wissenschaft einig, von Psychologie über Soziologie bis hin zu den Neurowissenschaften. Glück ist machbar.